Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Ja, heute geht es um Webabfragen, das heißt, wie können wir uns Daten aus dem Internet laden? Und da habe ich jetzt einen relativ aktuellen Sachverhalt einfach genommen. Das sind die Corona-Zahlen. Das ist kein schönes Thema, ich weiß. Allerdings ist vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant, wie kann man denn täglich diese Zahlen auch tracken, also nachverfolgen. Und eine spezielle Quelle dafür ist ja diese John Hopkins Universität. Die veröffentlichen ja diese Zahlen. Und wenn ihr mal im Internet danach sucht, dann findet ihr auf GitHub entsprechend, das seht ihr hier, auch für die einzelnen Länder und Regionen hier entsprechend die Zahlen. Ausgehend von dem 22.01.2020. Also das ist der erste Eintrag in dieser Tabelle und das geht dann immer weiter hier entsprechend in den Spalten bis zum aktuellen Datum. Und diese Daten werden täglich auch aktualisiert. Und wenn wir jetzt diese Daten in Excel reinladen möchten, könnten wir uns natürlich jedes Mal von irgendeiner Homepage entsprechend die CSV-Datei oder die Excel-Datei, je nachdem, wie das abgespeichert ist, entsprechend runterladen. Aber das wäre natürlich ein manueller Schritt, den wir jeden Tag machen müssten. Und stattdessen könnten wir auch Power Query verwenden, um einfach diese Datenquelle aus dem Internet zu ziehen, entsprechend aufzubereiten, in der Form und Struktur, wie wir sie haben wollen, und dann jeden Tag einfach nur einmal auf Aktualisieren klicken und immer dann die neuesten Daten haben. Und genau das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe hier schon eine Excel-Datei geöffnet. Das ist diese hier. Das ist eine komplett neue Excel-Datei, das seht ihr hier. Und bin auch hier schon auf den Reiter Daten gegangen. Unter Daten finden wir nämlich die Option Daten abrufen und transformieren. Also den Power Query Editor. Hier gibt es die Option, das ist diese hier, aus dem Web. Und genau das ist, was wir tun wollen. Ich zunächst mal, nachdem ich die Seite aufgerufen habe, und die findet ihr, ich kann sie natürlich auch, falls ihr danach fragt, ich kann sie auch gerne in die Kommentare posten, aber wenn ihr einfach nach John Hopkins, Covid-19 und GitHub sucht, auf Google oder einer anderen Suchmaschine eurer Wahl, dann werdet ihr entsprechend das auch finden. Und wenn ihr, das habe ich gemacht, jetzt zunächst mir einfach mal diese URL kopiert, und dann bin ich in Excel reingegangen und habe dann gesagt, ich möchte aus dem Web Daten extrahieren, also ich bin da drauf, und dann erscheint dieses Pop-up-Fenster und da können wir eben Standard oder weitere. Wir können aber hier eine Standard-URL eingeben. Wir müssen hier nicht zusätzliche Parameter in der Query selber, also in der Abfrage, editieren. Das heißt, wir können hier einfach dann diesen Link hier rein posten. Also pasten. So. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann sehen wir hier, die Verbindung wird hergestellt und dann haben wir hier so eine Vorschau. Und dann war ich ein bisschen verwirrt, weil ich habe jetzt hier, okay, das ist meine Vorschau und ich sehe hier verschiedene Spalten, ja, also die Columns, die Spalten, aber die sind alle leer. Und dann dachte ich, woran könnte das liegen? Habe ich vielleicht das falsche, den falschen Format? Aber UTF-8 ist das normale Format, also das sollte eigentlich passen. Habe ich ein Trennzeichen falsch? Das kennt ihr vielleicht auch von diesen Text zu Spalten, da gibt es ja auch die Option mit den Trennzeichen. Und es ist hier ein Semikolon, also ein Strichpunkt, standardmäßig. Bei CSV-Dateien ist es ja meistens ein Komma eigentlich. Aber wenn das Problem wäre, dann müsste ich ja zunächst zumindest in der ersten Spalte hier was sehen. Aber auch da sehe ich nichts. Und ich habe ja hier eine Vorschau auf Basis der ersten 200 Zeilen. Und die können ja nicht alle leer sein. Und wenn ihr hier auf Aktualisieren klickt, seht ihr auch weiterhin, kurz Moment, aber wir sehen ja auch weiterhin keine Daten. Werden wir gleich feststellen. Hier. Und dann war meine Frage, woran könnte das liegen? Und der Grund war an sich die URL selber. Weil, auch wenn wir hier im Browser entsprechend hier zunächst mal diese Daten sehen, ist das hier nicht das, was Excel erstmal automatisch abfragt. Wenn ihr aber auf RAW geht, hier zum Beispiel, könnt auf RAW klicken, dann seht ihr tatsächlich die CSV-Datei selber. Sieht jetzt erstmal ziemlich, ja, nach ziemlich vielen Zahlen aus, aber genau das ist, was wir brauchen. Also nicht diese schöne Tabelle vorher, sondern diese Tabelle hier. Wirklich den RAW-Code, wenn man so möchte. Und ihr könnt dann da reinklicken, STRG-C, und jetzt nehmen wir diese URL mit diesem Code, also mit den einzelnen Daten selber, und gehen wieder in Excel zurück und verwerfen unsere erste Abfrage und gehen dann nochmal auf aus dem Web und klicken jetzt dann hier rein und hier fügen wir die URL ein mit diesen schönen vielen Zahlen. Und wenn wir jetzt auf OK klicken, dann sehen wir entsprechend, kurz Moment, dass wir hier jetzt auch Daten sehen. Also ich habe hier eine Vorschau quasi, ich sehe hier verschiedene Länder. Ich sehe hier auch Latitude und Longitude, also Längen- und Breitengrade für diese Länder. Und ich sehe hier dann, ausgehend vom 22.01.2020, das ist ein amerikanisches Datumsformat, aber sehe ich entsprechend dann hier diese Datumsfelder.
Gut, jetzt sehen wir hier natürlich, aha, die aktuell sind ja die Überschriften in der ersten Zeile. Das ist zum Beispiel was, was wir anpassen könnten. Dann sehen wir hier auch verschiedene Länder, aber uns interessiert vielleicht nur Deutschland. Also, obgleich wir natürlich uns wünschen, dass diese Zahlen in allen Ländern runtergehen, sind wir jetzt vielleicht einfach nur in Deutschland oder an Deutschland interessiert. Das heißt, wir können jetzt hier auf Daten transformieren gehen und einfach mal den Abfrageeditor hier nutzen. So, wir laden die Daten rein und haben dann hier eine Vorschau, wie das Ganze aussieht. Das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte diese erste Zeile als Überschrift haben. Das heißt, ich kann hier ganz einfach oben unter Start erste Zeile als Überschrift verwenden. Ich kann da draufklicken und sehe jetzt automatisch, aha, jetzt habe ich hier die Überschriften. Soweit, so gut. Das Nächste, was ich machen möchte, ist, ich möchte ein paar Spalten entfernen, beispielsweise dieses Province oder State. Das hier ist ja entsprechend, enthält sehr, sehr viele leere Einträge, also fehlende Werte, weil es eben vielleicht da keine Provinz oder kein State, also kein Bundesland gibt. Deswegen, das brauche ich so nicht erstmal. Wobei ich natürlich nachschauen könnte hier auch, ob es da was gibt für Deutschland. Ja? Also, wenn ich da runter scrolle, ob ich da irgendwas finde. Einfacher ist es da natürlich direkt hier einfach bei Land, Region einfach mal nach Deutschland zu filtern. Ja? Also, das sind natürlich Daten vom Amerikanischen Institut, deswegen müssen wir halt hier nach Germany suchen. Ist auch klar. Das heißt, ich kann hier diesen Haken mal rausnehmen und dann suche ich mal nach Germany entsprechend. Und dann habe ich hier Germany. Klicke ich auf OK und jetzt sehe ich hier Deutschland. Ja? Und ich sehe auch hier, Province State gibt es hier nicht, weil, wie gesagt, es gibt nur eine einzelne Zeile für das Land. Jetzt rechte Maustaste hier drauf und dann könnte ich das entfernen, ja? Weil das brauche ich ja nicht mehr. Und dasselbe könnte ich machen auch für andere Spalten. In meinem Fall wäre das Latitude und Longitude, weil Längen- und Breitengrade, die brauche ich nicht. Ja? Deswegen nehme ich die auch raus. Markiere ich beide, rechte Maustaste, Spalten entfernen. Und jetzt habe ich genau, was ich haben möchte. Ich habe Deutschland hier als Land und ich habe hier alle Zahlen ausgehend vom 22.01. Das sind natürlich sehr, sehr viele Spalten, wenn ich da so rüber scrolle. Das ist auch klar. Gut. Was ich machen möchte, ist, ich möchte das Ganze transformieren. Also anstatt ganz vieler Spalten möchte ich lieber ganz viele Zeilen haben. Das heißt, ich könnte jetzt einfach reingehen und alle Spalten markieren oder ich mache es mir einfacher, klicke einfach nur auf die erste Spalte, also die, die ich nicht entpivotieren, nennt man das, möchte, und rechte Maustaste drauf und sage dann hier entsprechend andere Spalten entpivotieren. Wenn wir das tun, das ist so eine Art Transponieren in Excel, wie man es kennt. So, wir sehen jetzt hier, dass wir automatisch quasi alle Spalten in diese neue Spalte Attribut eingefügt haben, das ist das Datum hier, und wir sehen hier, dass wir jetzt hier die Werte haben. Und sehen dann hier für jeden Datumswert, wie viele Werte hatten wir jetzt hier drin. Also ausgehend von 0 am Anfang und dann immer so weiter hochschnellend. Und jetzt haben wir also die Daten abgefragt aus dem Internet, können jetzt hier zum Beispiel noch sagen, das ist der Datumswert, also hier Datum. So, und das hier ist die Anzahl. Und hier könnten wir entsprechend Land und Region, könnten hier Deutsch, Germany auch durch Deutschland ersetzen, wenn wir es machen wollen. Wäre auch eine Option. Ich lasse es jetzt mal auf Englisch. Und abschließend natürlich das Ganze reinladen. Also einfach auch hier auf Schließen und Laden klicken. Schließen und Laden. Und dann warten wir kurz. Und dann wird diese Abfrage ausgeführt und entsprechend hier auch in Excel reingeladen. Und damit haben wir quasi jetzt hier die Zeilen reingeladen. Wir sehen hier unsere Datumswerte. Wir sehen hier das Land. Das, wie gesagt, könnt ihr die ändern. Könnt ihr auf Suchen und Ersetzen gehen zum Beispiel. Oder ist eben im Power Query Editor ändern. Wäre auch möglich. Und dann sehen wir hier die Anzahl. Und damit haben wir quasi alle Zahlen zu der Corona-Pandemie, und zwar vom Beginn der Aufzeichnung bis zum aktuellen Datumswert. Und das Tolle hier, wenn man das so macht, ist eben, wir müssen nicht jeden Tag manuell diese Daten irgendwie neu von irgendeiner Website runterladen, sondern wir müssen einfach nur unsere Abfrage, die wir hier haben, aktualisieren. Also jeden Tag könnt ihr entsprechend hier auf dieses Aktualisieren gehen von der Abfrage, entsprechend die Daten neu laden und habt dann immer automatisch den neuesten Tag auch inkludiert. Gut. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es war interessant. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Freut mich sehr, dass ihr da seid und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bitte bleibt gesund und alles Gute.